Mein Objekt ist das Ergebnis, wenn Game Designer auf ein Museum gucken. Mein Objekt personalisiert das Museum und sorgt für einen spielerischen Umgang mit kulturellem Wissen im Museum und vor dem Museum und nach dem Museum. Aus der Datenbank wird also ein Exponat vorgeschlagen, was man dann näher kennenlernen kann. Das bedeutet, dass wir zunächst erst einmal mittels einer spielerischen Interaktion auf dem Smartphone wischen nach links, gefällt mir nicht, nach rechts, gefällt mir, eine Personalisierung einleiten und mit jeder weiteren Interaktion immer mehr dazulernen. Aufgrund dieser Personalisierung wird also ein Profil erstellt und das ganze Museum, die ganze Komplexität, die einen sonst erschlägt, die wird reduziert zunächst erst einmal auf ein einziges Objekt. Und daher auch der Name, mein Objekt. Man muss das Exponat finden. Wie bei einem Blind Date geht man also plötzlich durchs Museum und wenn man dann sein Exponat, was man gerade schon kennengelernt hat, plötzlich in Wirklichkeit erblicken kann, dann ist das zutiefst befriedigend und rewarding. Wenn ich mit einer eigenen Kamera Objekte filme und mich diesen Objekten annähere, bedeutet das, dass ich mich mit dem Objekt sehr intensiv beschäftige. Und Video machen ist eine Technik, die vor allem die jungen Leute täglich machen. Sie filmen die Dinge mit ihren Handys und stellen das wieder bei uns online. Cosmos Digital ist ein innovatives Vermittlungsangebot, wo wir mittels Digital Storytelling für Alltagsexperten, Schülerinnen und Wissenschaftler und auch Besucherinnen ab 60 tolle Angebote schaffen. Das Finden der eigenen Story bedeutet das Finden des eigenen Standpunktes. Digital Storytelling ist Selbstermächtigung.